Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon 64. Wir schauen erstmal auf unsere Stats. Wir haben den 13. Frühling, Samstag. Und wir haben 650G. Wir müssen noch ein bisschen was verdienen, denn mir fehlt noch ein bestimmter Gegenstand, sehe ich. Ich will gerade Fernsehen, bitte. Es ist schön. Und wann wird eigentlich das Pferderennen gehalten? Ich glaube am 17. Aber nicht wann, sagt mir. Ich bin ziemlich sicher, es ist der 17. Da wird nämlich das Pferderennen gehalten. So, dann rufen wir mal Hundi und Pferd. Auch sie meine an, da haben wir ja einiges, was reif ist. Dann werden wir das jetzt mal ernten. Auch nur, wenn du mich lässt, Pferdilein. Lass mich in Ruhe. Und wieder diese blöde Sache mit dem Rucksack. Tja, eigentlich wollte ich euch in diesem Part groß und breit erzählen, was so die Unterschiede zwischen Harvest Moon 64 und der SNES-Version sind. Das Blöde ist nur, ich hatte überhaupt keine Zeit, mir Notizen zu machen. Echt. Und immer, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon andere Sachen angefangen. Da musste ich verschiedene Sachen erledigen, weil wir ja demnächst umziehen. Und irgendwie keinen Bock gehabt, dann noch zu gucken. Und was war das eben für Framerate-Einbrüche? Das passiert wohl immer, wenn ich den Rucksack wegnehme. Hau ab! Pferd nervt. Endlich. Gott, mach mich doch nicht so fertig. Ich kann natürlich aus dem Gedächtnis versuchen, die Unterschiede zu nehmen, aber das ist wahrscheinlich doch ein bisschen blöd und bestockt. Ich hätte mir die lieber aufgeschrieben. Ich versuche mal aus dem Kästchen zu plaudern, was mir so einfällt. Im Moment fällt mir leider nichts ein. Ich sehe gerade nur den Kohl. Ich will, dass der Kohl hier geerntet wird, dann hält die Kartoffeln. Wir haben jetzt erst 9, das ist gut, das ist eigentlich noch recht früh. Dann noch schnell die Kartoffeln gießen. Und dann gehen wir in die Stadt und kaufen Samen nach. Dafür brauchen wir jetzt eindeutig unser Geld. Und wir gehen natürlich auch mal kurz in den Bergen vorbei. Ach, toll. Und holen die Sachen, die wir brauchen, als Geschenk. Denn ihr erinnert euch ja sicher noch daran, dass wir Eddie, dem Barkeeper und Karen immer ein Geschenk geben. Wir haben keine Briefe. So, schnell. Wir brauchen diese Blume. Diese Rubby Berry. Wir nehmen auch das Edible Herb mit. Alles, was man verkaufen kann, ist gut. So, die zweite Blume brauchen wir auch. Wir wollen ja auch noch die Harvest Price, also die Erntewichtel. Die wollen wir auch noch. Ein Bad zu nehmen ist ein weiterer Weg, um Müdigkeit loszuwerden. Eine Badewanne zu Hause zusammen ist eine gute Sache. Mach keine absurden Dinge, nur weil du jung bist. Ich kenne den Spruch schon auswendig, nicht wundern. So, jetzt erstmal schnell zu den Kleinen. Karin werden wir auf jeden Fall in der Bar treffen. Danke. Ich habe lange nicht mit Menschen gesprochen. Ich habe eure Sprache vergessen. So. Jetzt aber schnell in die Stadt, bevor es zu spät ist. Karin ist heute nicht vor den... vor der Hütte der Bergleute. Wie heißen sie? Bergzimmermänner. Und sie ist normalerweise samstags auch nicht auf dem Weinberg. Das heißt, sie ist wahrscheinlich am Strand. Aber jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Erstmal stellen wir uns wieder ordentlich vor. Hallo, du siehst immer so, fein, sagt sie. Siehst immer so gut aus. Nun, pass auf dich auf. Steckrüben waren's? Nein! Ich hasse diese Isometrie. Wir wollen Steckrüben haben. Und jetzt noch Kohl. So. Und damit sind wir wieder pleite, aber morgen haben wir Geld. So, reden wir kurz mit Eddies Großmutter Ellen. Hey Ringo, du siehst sicher genau wie dein Opi aus. Bitte komm wieder. So, eine Blume für Ellie. Oh, vielen Dank, das macht mich glücklich. Wir sind immer am Montagen und an Ferien geschlossen. Wenn du müde bist, musst du dich ausruhen. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir Ellie so weit haben. Auch noch, weil er dauernd, bis wir das Spiel in der Richtung haben, die ich gern hätte.
Es ist einfach anstrengend. Obwohl ich sie oft entspannt finde, aber der Anfang von Hasun ist immer unglaublich anstrengend. So. Wegen der Ernte werden wir heute wohl nicht dazu kommen, auf dem Feld sauber zu machen. Hoffentlich kriege ich es noch hin zu gießen, bevor Nacht ist und ich Richtung Kneipe muss. Oh ja, und ich sollte noch die beiden Edibles Herbs hier in die Kiste tun. Den Hund füttern wir jetzt nicht. Der stirbt nicht, wenn wir ihn nicht füttern. Das bringt ihn nur dazu, dass man glücklicher ist. Aber man muss den echt nicht füttern. Da oben ist unser erstes Grasfeld. Da möchte ich noch drei weitere pflanzen. Ja, wir brauchen halt noch viel anderes. Ach, bist du schon hier, ja? Hat er schon bezahlt? Fein. Damit können wir uns die Sachen kaufen, die ich gerne hätte. Aber morgen können wir gar nichts kaufen, weil die beiden Shops, die ich gerne hätte, sind zu. So, jetzt schnell zur Bar. Jedenfalls hoffe ich doch, dass Karin heute da ist. Soweit ich weiß, ist sie nur dienstags und mittwochs nicht in der Bar. Ich habe mir da extra einen Geizer angesehen, der genau erklärt hat, wo sich die Leute wann wo befinden. Bei Karin ist teilweise echt umständlich zu finden. Jawohl, da ist sie. So. Ja, wir wissen, dass du das liebst. Na, no, wir sollen uns das Menü angucken und abhauen. Dann hauen wir halt ab. Du musst uns was Bestimmtes geben. Ach was, für mich? Danke. Lokale Weine wissen wir. Und wir sollen uns ausruhen. Können jederzeit kommen. Aber nicht so viel trinken. So, wir haben ja schon allen geredet. Ich rede nur mit denen, ob wir Freundschaftspunkte bekommen. Deswegen lese ich jetzt nicht extra vor, was die sagen. Und wie gesagt, Jeff, den Bäcker ignoriere ich, weil er unser Liebesrivale ist. Ganz schön viele heute in der Bar. So. Das haben wir auch schon. Warum machen wir das eigentlich? Habe ich das schon gesagt? Auf jeden Fall, wir wollen das tun, damit wir den Weinberg wieder restaurieren können. Deswegen machen wir das. Na dann, müssen wir uns schnell um den Sonntag kümmern. Übrigens, sonntags verschwindet Ellie. Also müssen wir ihr diesmal kein Geschenk besorgen. Ich weiß nicht, wohin sie verschwindet, aber Ellie ist sonntags nicht da. Ja, das wissen wir. Ich will zum Wetter. Und es bleibt schön. Aber eigentlich bräuchte ich das Wetter noch gar nicht, müsste ich das Wetter noch gar nicht so anschauen. Aber ich finde es einfach interessant zu wissen, was es ist. So. Gundi, komm her. Und gießen. Wenn wir schon dabei sind. So, jetzt müssen wir wieder hoffen, dass es aufhört, uns zu folgen. Vor allem bevor wir die Kartoffeln da gießen. Dann würden wir wieder eingesperrt werden. Ich gieße die Kartoffeln schon mal. Ah ja, sehr gut, es hat aufgehört. Schnell raus. Schnell, schnell raus. Oh, du bist schon leer. Wie ätzend. Wieso bist du denn schon leer? Übrigens, sonntags werden wir Karin immer am Strand finden. Deswegen wir dann gleich in die Berge gehen, um das Zeug für sie zu holen. Und den Rest können wir diesmal verkaufen. Weil wir an den Rest der Leute jetzt einfach nicht rankommen. So, wir haben den 14. Das heißt, morgen müssen wir eigentlich einen neuen Dorfbewohner kennenlernen. Dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Gelegenheit, heute die Farm sauber zu machen. Wir können natürlich den Harvest Brights. Ich mag diesen Namen einfach. Ich meine, Erntewichtel ist eine schöne Übersetzung. Aber Harvest Bite klingt einfach noch cooler, weil es ist eher sowas wie Erntegeister und irgendwie gefällt mir das. Mir gefällt der Klang dieses Wortes. Ich denke mir, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ach, da haben wir den kleinen Stu. Warum ist der Sonnenuntergang rot? Tschüssi! Wir müssen uns mit diesen umfreunden. Wow, danke. Er sagt wieder dasselbe. Es ist wichtig, dass sie mit uns sprechen. Ah, dem können wir das hier geben. Oh, vielen Dank. Das wird mir helfen. Was war das? Dieses Kraut erleichtert Müdigkeit, aber nur ein bisschen. Meine Medizin funktioniert viel besser. Diesem alten Mann, der Potion Shop Dealer heißt er, also Tränkehändler, dem müssen wir verschiedene
Kräuter geben, damit er Medizin verkauft. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gebraucht. Er muss sich ehrlich gesagt zugeben, aber naja, for the sake of competition. Sagen wir es mal auf Englisch. So, dann gehen wir mal hier Richtung Farm und dann zum Strand. Beim Strand müsste schon gewesen sein, den hatte ich euch schon gezeigt, stimmt's? So, Karin steht immer hier. So. Hallo. Sie wird ein bisschen freundlicher. Aber nur ein bisschen. Gut, dann verkaufen wir mal den Rest und machen noch ein bisschen auf der Farm sauber. Dann haben wir, glaube ich, für diesen Part noch für einen Tag Zeit. Ja, sie laufen ein ganz klein bisschen langsamer, aber also auf dem SNES aber nicht so arg langsam. Das ist eher dieses ständige in den Rucksack gehen, das den Spielfluss halt unterbricht. Und das ist eine wirklich fehlerhafte Designentscheidung, die ich sehr ätzend finde. Das hätten die wirklich mit einem Shortcut machen können. Ich meine, es gibt doch genug Tasten auf dem N64-Controller, echt jetzt. So. Gut, jetzt die Axt. Ja, ich finde diese Frühlingsmusik richtig klasse, aber noch so eine Design-Fehlentscheidung. Warum fängt die Musik jedes Mal neu an, wenn man den Bildschirm wechselt, sogar nur in ein Gebäude geht? Hab ich die Hacke genommen? Hoppla. Hab die Hacke genommen. Ich bin so dämlich. Die Hacke bringt mir doch überhaupt nichts, wenn ich Steine zerstören will. Nein, das brauche ich die Hacke erst recht nicht. So, gleich müsste unser Schipper kommen. Eiser. Ich weiß nicht, wie ich den auf Deutsch nennen kann. Der Abholer? Ich schätze mal, dass der Abholer wahrscheinlich das Beste ist, was man sagen kann. Da ist gleich 6, aber den großen Stein machen wir noch kaputt. Oh, schön. Hammer aufgewertet. Damit kriegen wir die großen Steine jetzt viel besser kaputt. So, es ist Sonntag. Sonntag, nächster Tag ist dann Montag. Da können wir dann Sachen einkaufen, für die ich das Geld besorgt habe. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Wir dürfen jetzt einen neuen Dorfbewohner kennenlernen. Erstmal das Wetter. Oh, diesmal wird's regnen. Ich muss auch daran denken, dass ich vor dem 18. etwas Essbares in meinen Taschen habe. Das ist wichtig. Genau, da ist er. Hey! Du bist derjenige, der die Farm wieder restauriert, stimmt's? Das ist harte Arbeit, stimmt's? Lass mich dich dir vorstellen. Ich bin ein Ich bin ein Botanist. Nun, eigentlich gehört mir der Blumenladen. Aber ich reise viel herum. Ja, er ist der Vater von Pupuri. Vater! Naja, Papa will sie sagen. Oh, Pupuri, meine süße kleine Tochter. Du hebst sie einfach hoch. Komm schon! Komm schon, Papa, ich bin kein Kind mehr. Hör auf damit. Du bist sogar noch schöner geworden, Pupuri. Mama wartet auf dich. Komm schon nach Hause. Oh, stimmt. Oh ja, das stimmt. Ich bin schon auf dem Weg. Mein Vater, der Vagabund. Er weiß alles über Pflanzen. Also wenn du eine Frage hast, frag ihn einfach. Nun, wir sehen uns dann. So, wir wollen aber erstmal gießen. Oh, Kartoffeln sind reif. So. Kopf. Wir wollen die Kartoffeln ernten. Besser nicht meine Pflanzen auf die Art tun die. Dünst sie leider nicht. Sollten die Stuben reinerziehen. Ach, immer diese ätzende Rucksackgeschichte. Wieso ist es schon so spät? Ah, ich dachte eben, es wäre schon 10 oder so. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Spiel. Man konnte sich übrigens im Harvest Moon DS-Teil konnte man Lieder freischalten. Und da waren auch teilweise welche aus Harvest Moon 64 dabei. Aber ich glaube nicht der Frühlings-Theme. Sie hatten den Herbst-Theme genommen, obwohl ich den klasse finde. Also ich liebe den Herbst-Theme aus diesem Spiel. Einer der coolsten Herbst-Themes. Die Herbst-Themes sind sowieso meine Lieblinge. Im Harvest Moon SNES-Teil habe ich ja den Herbst teilweise vorgespult, da habe ich den Herbst-Medley gemacht. Wenn ihr wollt, schreibt da unten drunter, welche
Stelle es ist und welche Musik ich da verwende. Dann höre ich es mir an und sage euch, was das für eine war. Aha, das lokale Pferderennen wird am 17. abgehalten. Teilnahmen akzeptieren wir am 16. Green Farm News. Okay. Wir müssen jetzt unser übliches Kramzeug tun. Montag arbeitet Karin, soweit ich weiß, auf dem Weinberg und auch in der Bar. Ah, hallo. Haha, hallo. Na, Ellie findet sich in den Bergen. Oh, vielen Dank, das macht mich glücklich. Gesalzener und gegrillter Fisch ist der beste. Und ruh dich aus. Ja, Ellie mag Fisch, sie geht auch gern fischen. Also können wir ja wahrscheinlich auch mit Fische Herz erobern. Aber das müssen wir jetzt nicht. So, wir brauchen diese Blume. Nicht das. Komm schon, ich habe nicht ewig Zeit. Wir müssen auch noch in die Stadt. So, es ist gerade mal Mittag. Wir müssen uns jetzt wieder um die Harvest Points kümmern. Blümchen für euch. Wow, vielen Dank. Ja, der sagt noch dasselbe. Wir müssen auf eine ganz bestimmte Sache warten, aber wir müssen erstmal das Zeug vom Barkeeper kriegen. Wir können zum Glück aufhören, ihm Geschenke zu geben, sobald er es uns gegeben hat. Und wir können auch aufhören, Karin Geschenke zu geben, sobald sie ein blaues Herz erlangt hat. Weil wir wollen ja bloß, dass sie freundlicher zu uns ist. Und das Event, das sie abhaut, kriegen wir sowieso nur hin, wenn wir eine bestimmte Sache nicht machen, auf die wir gerade arbeiten. Du siehst immer so energiegeladen aus. Ich beneide dich. Okay, okay, wir sehen uns. Aha, sie ist endlich freundlicher zu uns. Wir haben es geschafft, dass sie auftaut. Karin ist aufgetaut. Aber noch nicht komplett genug. Sie hat nämlich noch nicht ihren Namen genannt. So, wir brauchen Kartoffelsamen. So, reden wir erstmal mit ihm. Hallo. Wir sollten beide unser Bestes geben. Hallo? Ich sehe ja glücklich aus. Natürlich bin ich das. Mein Liebling ist zurück. Tja, dass ich immer mit allen rede, liegt daran, dass wir Freundschaftspunkte bekommen, wenn wir mit ihnen reden. Ja, genau. Deswegen mache ich das. So, hier, das ist der Shop von Rick, dem Erfinder. Hallo, es tut mir leid, aber wir haben nicht viel, von dem wir auswählen können. Tut mir leid, dass mein Shop so oft zu ist. Der macht ständig zu. Das will ich. Das ist eine Bürste. Kühe, Schafe und Pferde lieben es, wenn du sie damit bürstest. Du brauchst eine, wenn du den Kuhwettbewerb beitreten willst. Das ist sicher. Sie kostet 600. Okay. Fällt mir ein, wir haben jetzt 880 Kie. Ich könnte eigentlich noch einmal Grassamen kaufen. Ja doch, ich kaufe noch einmal Grassamen. Hupuri, gieß den Gehweg. Ja, machen wir ja. So, zurück auf die Farm. Wir müssen dann ja auch wieder in die Dings, in die Bar. Ach, wieso fehlen mir aber Harvest Moon eigentlich immer die Worte? Ich glaube, das Problem ist, dass ich in diesem Spiel so viel auf Englisch denke. So. Seht euch an, wie spät es schon ist. Das kriegen wir doch nie im Leben alles an diesem Tag noch hin. Jedenfalls ist Gießen jetzt erstmal die oberste Priorität. Und gießen. So. Nein, es ist leer. Ah, jetzt können wir auch das Pferd bürsten. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Freundschaftspunkte von unserem Pferdilein. Es ist ja noch ein kleines Fohlen, aber es wird schon bald ein großes Pferd. Ich glaube, heute werden wir etwas Nachtarbeit machen müssen, denn das Grasfeld würde ich schon gern pflanzen. Damit wir relativ früh eine Kuh kaufen können. Jetzt habe ich vergessen, das Zeug, das ich noch dabei habe, hier rein zu tun. Muss ich dann am nächsten Tag nachholen. Ich glaube, man kann es auch einfach in der Nacht tun, aber ich fühle mich gerade sicherer, es am nächsten Tag zu tun. So. Ab in die Bar. Dann werden wir noch das Grasfeld pflügen. Karin ist heute da. So. Ach, was für mich, danke. Ah, endlich. Oh ja, ich habe etwas, das ich dir geben möchte. Dein Opa hat mich gebeten, es aufzuheben. Es ist ein sehr rarer Wein, den die Großmutter von Karin gemacht hat.
Und zwar vor langer Zeit. Es gibt nicht mal welche auf dem Weinberg. Wir haben die Tür zum Himmel bekommen. So, jetzt reden wir trotzdem noch mit ihm für unsere Punkte. Und... Ah, endlich, er ist ein bisschen freundlicher zu uns. Ich habe deinen Namen vergessen. Oh ja, du bist auf dieser Farm. Ach, ist das so? Lass mich allein. So, Karan hat noch kein blaues Herz. Und wir sehen uns. Und mit dir noch. Ah, er sagt was Neues. Wow, das ist das Tor zum Himmel. Ein großartiger Wein, den die Großmutter der Tochter gemacht hat. Und zwar vor langer Zeit. Wir müssen jetzt die Harvest Prides dazu kriegen, dass sie diesen Wein bemerken. Dann verraten sie uns nämlich eine wichtige Information. So. Wir werden jetzt noch das Grasfeld pflanzen. Und dann beenden wir den Part und auch diesen Tag. Das hat übrigens einen Grund, dass ich das Gras da oben pflanze. Ich möchte dort nämlich, weil es direkt unter der Scheune ist, später einen Zaun bauen. Oh, verdammt, wieder schön dunkel. Es ist jetzt fast 10. So, erstmal die Gießkanne nehmen. Obwohl, es regnet ja am nächsten Tag, fällt mir gerade ein. Top. Das erste Jahr ist das stressigste im Haus mit 64. So, und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal.